Ich habe ein extra stabiles Modell gekauft. Ich schlafe lieber aus. Ich sollte unten frühstücken. Hey, Larry. ADP. Hallo, Weißt du etwa nicht mehr, wie ich heiße? Pia. Pia, natürlich. Hast du schlecht geschlafen? Du siehst so durcheinander aus. Nein, nein, alles in Ordnung. Alles perfekt, wie immer. Sehr schön. Ich hoffe, die letzte Nacht war nicht zu viel für dich. Im Gegenteil, ich kann nicht genug von dir bekommen, Pia. Aber jetzt musst du dich noch etwas gedulden. Es gibt erstmal dein Lieblingsfrühstück. Von mir selbst mit Liebe zubereitet. Nicht von einem Dienstmädchen oder so. Rührei mit gut angebratenem, knusprigen Speck. Und dazu frischer, schwarzer, heißer Kaffee. Junge. Das ist ja ein Traum. Sag mal, woher weißt du eigentlich, dass ich das alles am liebsten mag? Ich bin halt eine gute Zuhörerin, mein Schatz. Ich kann mich gar nicht erinnern, dir davon erzählt zu haben. Ich tue alles, damit du glücklich bist, Larry. Eigentlich hätte ich heute mal Lust auf ein anderes Frühstück. Was? Aber dann wäre es doch nicht perfekt. Aber vielleicht will ich es gar nicht perfekt. Larry, ich weiß nicht, was mit dir los ist. Vielleicht will ich auch mal was anderes. Warum solltest du das wollen? Glaub mir, es wird ein toller Tag. Dann schauen wir mal alles durch. Das ist das Flugblatt einer Poolreinigungsfirma. Da steht die Telefonnummer der Poolreinigungsfirma drauf. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Ich drehe lieber nicht an der Uhr. Ich kann den Garten sehen. Da kann ich nicht durch. Es ist noch halb voll. Ich liebe diese Einlagen vom alten Lehrer. Mein Lieblingsplatz. Ich will jetzt nicht auf dem Sofa rumlungern. Dann schauen wir mal. Auf welchen Sender schalte ich jetzt? Pro 7, Foxy. Home Shopping, Kanal 69. Soll ich den Fernseher laufen lassen? Ah, ich bin weg. Das ist das Fernsehprogramm. Das TV-Programm. Mal schauen, was im Fernsehen läuft. Welchen Sender schaue ich an? 10 Uhr? Eine schrecklich nette Roboterfamilie? 15 Uhr? Sleaze Wars 1. The Phantom Penis. 18 Uhr? Age of Petron. 10 Uhr? Theodore the Beaver Cleaver. 15 Uhr? Dawson's Crack. 18 Uhr? Baby-Yoga. 10 Uhr, Joe Back Horsecock. 15 Uhr, Stranger Thongs. 18 Uhr, The Handman's Tale. 10 Uhr, Too Many Cocks. 15 Uhr, superlaute Bums- und Blasmusik. 18 Uhr, Gay Anatomy. 10 Uhr, Turbulent Juice. 15 Uhr, My Cock in the Middle. 18 Uhr, Gangbang Theory. Das ist der Wahnsinn. 10 Uhr, Fantastic Foursome. 15 Uhr, Tuck R. Dale's Drag Race. 18 Uhr, The Late Show with Stiffy Cockbert. Stiffy Cockbert? Also so wie du auch schon, werden wir Po 7 laufen lassen müssen. Moment, ich schenke mir einen Flug in der Allein. Dann schauen wir mal. Auf welchen Sender schalte ich jetzt? Soll ich den Fernseher... Ich hoffe, wir haben genug eingekauft. Wir sind
bestens ausgestattet. Jetzt muss ich niemanden anrufen. Knapp. Da können wir Hundefutter reingeben, oder? Ich schütte etwas davon hinein. Aber das Futter reicht ihm wohl so noch nicht. Das will er, das da sitzen Hund. Wir am liebsten zusammen. Pudelreinigung, Flugblatt, Feuerzeug. Danke für Ihren Anruf. Hiermit bestätigen wir Ihre Poolreinigung, die wir morgen durchführen werden. Die dafür nötige Pumpe werden wir heute schon bei Ihrem Anwesen anliefern. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen. Auf Wiederhören. Ein echter Hingucker. Ich freue mich schon auf eine weitere Nacht mit dir. Da stimmt ja was nicht, Larry. Ein ziemlich schwerer Hammer. Hammerzeit! Hammertime. Den könnte ich mal wieder stutzen. Den könnte ich mal wieder stutzen. Wie heißt mit Niederschlagen? Das ist gut so, wie es ist. Brutus Hütte. Wer weiß, wo er sich wieder rumtreibt. Mit der Hütte kann ich nichts machen. Aha, Brutus. Scheint ziemlich hartes Holz zu sein. Das Wasser könnte eine Reinigung vertragen. Nein, das würde meinen Anzug ruinieren. Nein. Ike, machen wir da. Ach, ich mag unseren Balkon. Es ist Mittag, Larry. Du weißt, was das bedeutet. Oh ja. Zieh dich schon mal aus. Jetzt kommt deine Massage. Meine Hände sehnen sich nach deinem Nacken. Ich bin noch ganz verspannt. Und das Happy End wollen wir auch nicht vergessen. Auf keinen Fall. Und dazu bekommst du natürlich einen Wodka Tonic. Schatz, du kannst Gedanken lesen. Schließlich hast du keine Termine. Und gleich leicht einen sitzen. Dann wollen wir mal. Boah, das ist aber laut. Warte mal, jetzt holen wir uns mal den Topf da oder so. Davon lasse ich besser die Finger. Ich lege den Knochen rein. Das hilft mir nicht. Abgeschlossen. So, 15 Uhr ist. Ich schlafe lieber aus. Willkommen. Hübsche Blumen. Hübsche Blumen. Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist gut so wie... Ich bin stolz auf den Garten. Sieht so schon alles gut aus? Ehrlich gesagt bin ich von dem Ding nicht der ganz so große Fan. Jetzt ziehe ich ihn nicht an. Ja. Links- oder Rechtshänderhammer? Schade um das Schwein, aber es muss sein. Gratis Pizza ist gute Pizza.
Gratis Pizza. Speichern wir ab. Sicher, sicher, wir wissen ja nicht. Liebe Schocki. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Unsere Pizza bestellen, oder wie? Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist gut so. Nein. Ach Gott, da wollte ich gar nicht so wirklich rein. Wolltest du draußen mich umschauen? Ah, die Pumpe ist angeliefert worden. Dann wollen wir mal sehen, ob sie den Pool wirklich leer pumpt. Hm, es scheint einige Zeit zu dauern, bis sie alles rausgepumpt hat. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist gut so, wie es ist. Nein, das würde meinen Anzug ruinieren. Ich habe keine Zeit. Sieht bequem. Oh, schau, wer wieder da ist. Ich war in der Zwischenzeit mit Brutus Gassi gehen. Hoffentlich hast du dich gut erholt und viel Hunger mitgebracht. Du hast doch sicher Lust auf dein Lieblingsessen. Burger aus Fleisch von einem anderen Kontinent. Ja. Wie wäre es heute mal mit Pizza? Das ist, eine außergewöhnliche Idee. Aber leider habe ich gerade kein Bargeld im Haus. Also können wir gar keine Pizza bezahlen. Macht nichts. Ich habe hier diesen Coupon. Das ist unerwartet. Es spricht doch nichts dagegen, oder? Nein, nein, überhaupt nicht. Na gut, dann bestelle ich uns Pizza. Und du weißt ja, was danach auf uns wartet. Ein Schlafzimmer voller Spielsachen. Du darfst dir aussuchen, womit wir uns vergnügen. Wenn's sein muss. Davon lasse ich besser die Finger. Unser Draht zur... Jetzt muss ich niemanden anrufen. Das muss die Pizza sein. Warte, ich hole sie. Nein, ich hol's. Ich will jetzt nicht auf dem Sofa rumlungern. Da geht es nach draußen. So, Larry, die Pizza ist da. Wir können jetzt essen. Ist es draußen nicht wunderbar? Ja, jetzt gehe ich nach oben. Jetzt ziehe ich ihn nicht an. Jetzt schlafen? Nein. Alleine schaukeln ist langweilig. Pool ist leer, okay. Sieht so schon alles gut aus. Damit kann ich nichts machen. Pia hat darauf bestanden, dass unser Pool extra tief ist. 100 Fuß. Pia hat darauf bestanden. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht. Es ist hier so schön, wir müssen überhaupt nicht in Urlaub fahren. Davon lasse ich besser die Finger. Jetzt nicht, ich... Das würde ihr bestimmt nicht... Das ist keine gute Idee.
Jetzt ist keine Essenszeit. Da kann ich nicht durch. Das ist gut so, wie es ist. Larry, kannst du ins Schlafzimmer kommen? Ja, das können wir. Ich habe schon auf dich gewartet. Hoffentlich hat das Essen dich nicht zu sehr angestrengt. Oh, keine Sorge. Du siehst ja, dass all unsere Spielzeuge einsatzbereit sind. Such dir einfach etwas aus, worauf du Lust hast. Vielleicht der Gummianzug heute? Oder doch lieber die Schaukel? Oder beides? Und danach wirst du so fertig sein, dass wir beide schön aneinander gekuschelt einschlafen. Pia, das ist der schönste Tag meines Lebens. Das freut mich zu hören, Larry. Morgen kann genauso schön werden. Exakt so. Und der folgende, für immer. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ich glaube, ich weiß schon, was wir da machen müssen. Wir müssen ausprobieren. Larry! Wir müssen der Routine ausprobieren. Larry! Larry! Was? Ruft mich da jemand? Ist das Pia? Nein, sie schläft. Jemand klopft an die Tür. Wer ist das denn jetzt? Hallo? Larry, ich habe dich gefunden. Ein Glück. Wer ist da? Ich bin es, Faith. Faith? Warum besuchst du uns mitten in der Nacht? Hör mir genau zu, Larry. Wir haben nicht viel Zeit. Wenn Pi merkt, dass ich hier bin, wird sie die Simulation zurücksetzen. Was für eine Simulation? Pi lebt, Larry, aber sie will dich nicht rauslassen. Ich verstehe kein Wort. Du musst tun, was ich sage, verstanden? Also, ich weiß nicht. Pi benutzt eine alte Simulationsroutine, die ich vor vielen Jahren bei Prune entwickelt habe. Diese Simulation hat ein Hintertürchen. Davon weiß sie nichts. Hehe, Hintertürchen. Reiß dich zusammen. Schon gut, sorry. Du musst im Keller den Magic Marker finden, hörst du? Keller, Magic Marker, such ihn. Was macht der? Oh, sie kommt. Beeil dich, Larry. Sonst verlierst du dich in der Simulation. Larry, was machst du hier unten? Faith? Pi, was ist der Magic Marker? Verdammt, Reboot initiieren. Okay. Das ist gut gemacht. Larry, aufwachen! Das Frühstück ist gleich fertig. Ein neuer Tag für Larry Leffer. Wie immer nach einer heißen Nacht. Das wird heute wieder ein perfekter Tag werden. Kommst du gleich? Nur wenn du nicht zuerst kommst. Das war aber ein komischer Traum. Schwan? Hey, Larry! Hallo, Pia! Hast du schlecht geschlafen? Du siehst so durcheinander aus. Nein, nein, alles in Ordnung. Alles perfekt, wie immer. Sehr schön. Ich hoffe, die letzte Nacht war nicht zu viel für dich. Im Gegenteil, ich kann nicht genug von dir bekommen, Pi. Ja. Aber jetzt musst du dich noch etwas gedulden. Es gibt erstmal dein Lieblingsfrühstück. Von mir selbst mit Liebe zubereitet. Nicht von einem Dienstmädchen oder so. Rührei mit gut angebratenem, knusprigen Speck. Und dazu frischer, schwarzer, heißer Kaffee, Junge. Das ist ja ein Traum. Ich tue alles, damit du glücklich bist, Larry. Was hab... Was... Ich mein... Warte. Warum ist da eigentlich so ein riesiges Schloss an der Tür? Das ist für unsere Sicherheit. Wegen Eindringlingen und so. Du solltest nicht weiter darüber nachdenken. Da liegt der Schlüssel. Ich weiß nicht, wofür... Den habe ich noch... Lass den Schlüssel bitte da liegen, Larry.